Coole Videos um 19 Uhr mit der abgesagtesten Band der Welt, Legere. Hallo, wir sind Legere. Wir heißen auch so. Wir sind die Band, die ihresgleichen sucht. Da hängt die Iris, das ist der Olaf, ich bin die Dani. Wir sind die Band, die Akzente setzt. Wir sind die Band, die nichts auslässt. Wir sind die Band, die im Moment leider auch nichts bereist. Wir sind die Band, die herausragt. Wir sind die Band, die versucht, sich nicht zu schlagen. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem coolen Video um 19 Uhr. Und es tut uns wahnsinnig leid, dass es gestern wirklich völlig in die Hose ging. Wir wissen selber nicht genau, woran es gelegen hat, dass das Video anstelle von 19 Uhr erst um 8 Uhr kam. Und während die Dani gerade aussetzt, schauen wir mal kurz, was die Aussätzigen machen. Mann, was bin ich froh, dass es die Lepra nicht mehr gibt in Deutschland. Wir haben heute eine kleine Premiere bei den coolen Videos um 19 Uhr, denn es ist die erste Sendung, die vor Live-Publikum aufgezeichnet wird. Hallo Publikum! Wir haben unser Publikum natürlich ausgestattet mit den notwendigsten Utensilien. Sie haben alle Nudeln, Klopapier und einen Mundschutz bekommen. Nur falls es irgendwann mal nötig wird. Ich hoffe, ihr seid auch vorbereitet und habt vielleicht sogar noch ein Kaltgetränk eurer Wahl in der Hand. Sag mal, bin ich eigentlich immer noch ausgesetzt? Nein. Du bist wieder dabei. Hallo Dani. Ich bin wieder dabei, schön. Dann kann ich nämlich jetzt an der Stelle auch mal direkt Danke sagen. Danke, danke für eure Beteiligung. Danke für eure, für eure Beteiligung an unserem virtuellen Hut. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich überlege gerade, ich lasse mir ein Bart wachsen. Ich habe das gerade entschieden. Solange wir hier in dieser Isolation sitzen, lasse ich mir einen Isolationsbart wachsen. Da kommt jetzt kein Rasierer mehr dran. Nicht, dass das regelmäßig passiert wird. Aber ihr könnt natürlich alle mitmachen. Also alle, wenn ihr wollt. Macht mit. Und divers. Isolationsbad, go. Aber auch sonst könnt ihr natürlich bei uns mitmachen. Es ist eine Art interaktive Sendung. Das Erste, was wir machen wollen, wir haben es gestern schon angekündigt, einen kleinen Mal-Contest. Wir würden uns freuen, wenn ihr habt ja jetzt viel Zeit, uns ein schönes Bild malt. Thema völlig egal. Und uns das schickt an exakt diese Adresse hier. Und dann suchen wir hier in der Sendung das Schönste aus. Und dafür gibt es einen Preis. Genau. Nämlich das Schönste, derjenige, der den Preis für das Schönste gewinnt, der darf dann, wenn wir alle wieder raus dürfen, für uns kochen. Genau. Apropos, wenn alle hier wieder raus dürfen, ihr können uns auch gerne ein paar Ideen schicken, welche Lieder wir hier spielen sollen, was wir noch an Aktionen machen müssen, weil wir haben keine Ahnung, wann es hier wieder rausgeht. Es könnte sein, dass wir Danis Geburtstag hier noch feiern oder meinen. Bitte schickt uns Ideen, was für Lieder ihr hören möchtet, was wir noch so alles machen könnten. Was wir heute noch für euch vorbereitet haben, ist ein kleines Bilderrätsel. Es ist ein sehr, sehr leichtes Bilderrätsel. Es besteht aus 3 Bildern. Morgen gibt es die Auflösung. Wir haben erstmal unseren Freund von gestern. Dann haben wir hier eine griechische mythologische Figur. Und wir haben hier eine berühmte Schauspielerin, die mal mit Bruce Willis verheiratet war. So, daraus könnt ihr jetzt ein Wort bilden. Also, es könnte sein, dass es Virusgott Puma ist. Puma, sie war ja mal mit Ashton Kutcher. Egal, das könnt ihr nachgucken. Oder irgendwie sowas. Überlegt, was es heißen könnte. Schreibt es in die Kommentare. Und ihr könnt immer heute Abend drüber nachdenken, während ihr vorm Fernsehprogramm sitzt, das meiner Meinung nach immer schlechter geworden ist seit etwa 4 Tagen. Seit wir hier sitzen, kommt gar nichts mehr. Ein Glück, dass es eine der besten Serien der letzten Jahre hier für euch gibt. Hier ist Legere entdecken das Coronavirus, Teil 3. Wir sollen heute in Wembley spielen. Stimmt. Oh Gott, ich pack schnell meine Klamotten. Oh.
Wo sind denn meine Bühnenklamotten? Im Badezimmer. Ach so. Bringst du mir noch einen Joghurt mit? Ja, klar. Wow, was da wohl drin war in dem Kühlschrank? Das fragen sich übrigens einige Leute. Also wir haben einige Anfragen bekommen, nicht was drin war im Kühlschrank, sondern was drunter war, unterm Röckchen von gestern. War was unterm Röckchen, Olaf? Ja, natürlich war was unterm Röckchen. Aber dafür kann ich es euch heute garantieren, ich trage keinen BH. Was gestern auch gefragt... aber super mitgemacht. Ich hoffe, ihr alle auch draußen an den Bildschirmen. Was gestern auch noch gefragt wurde, ist, könnt ihr nochmal ein Lied spielen, wo man so richtig gut mitsingen kann? Na klar, können wir. Können wir. Es gibt ein Lied, das eignet sich vielleicht besser als jedes andere. Es ist aus dem Film Blues Brothers. Und wenn man ein Lied aus dem Film Blues Brothers spielt, muss man das Ganze auch noch ein bisschen optisch darstellen. Viel Spaß. Ich möchte euch singen hören. Und zwar so laut, dass es bis zu uns ins Crowdback schallt. About Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frame. But Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hi. Hidey, 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 hi. Odi, 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 o. Odi, 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 o. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the gong around. Hidey, 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 hi. Hidey, 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 hi. Wah. Wah. Hidey, 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 hi. Hari, 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 ho. She had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Hari, 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 each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them a million times. Hidey, 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 hi. Hidey, 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 hi. Odi, 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 o. Odi, 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 o. Hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Poor man, poor. Ich hoffe, ihr habt so laut mitgesungen, dass wir es heute Abend um 7 Uhr wirklich überall, also bis zu uns hier hören können.
So, das war's für uns heute. Wir machen morgen weiter, morgen Abend um 7, gleiche Stelle, gleiche Welle. Denkt bitte daran, es gibt den virtuellen Hut Leger. Da könnt ihr was reintun, wenn ihr möchtet. Wir würden uns sehr freuen, allein, dass meine Zunge wieder auftaut. Morgen gibt es die Auflösung vom Bilderrätsel. Vielleicht gibt es schon die ersten Bilder, die ihr uns gemalt habt. Und es wäre cool, wenn ihr eure Tanzschuhe anhabt. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Toilet paper will return. Toilet paper will return. Toilet paper will return in a year or two.